So, da sind wir doch mal mit unserem EBR-Schein. Was gibt's Besseres als EBR und Prokhorovka? Schalalalala. So, schauen wir mal, ne? Tja, wir haben zwei Artis. Ich erwarte Einschläge. Da wäre die Badchat jetzt schon mal weg. Tja, der Profi. Kennst du, wenn du den Mund zu voll nimmst, zack, platzt er weg. Ja, Freunde, wie sieht's aus? Wir haben zwei dicke Artis. Wo bleiben die Einschläge? Warum fängt mein Handy jetzt an zu klingeln, Alter? Kann ich ja gar nicht gebrauchen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwie Alarm eingestellt habt, weil ihr gestern noch irgendwas gemacht habt? Oh, oder fängt schon irgendjemand an zu pingen, Alter. Der hat Pingeritis bekommen. Ich war für 5 Sekunden nicht da, weil mein Handy geklingelt hat. Ich musste das Ding ausmachen. Und schon fängt der Kollege an, rumzupingen. Er hat Pingeritis bekommen innerhalb von Sekunden. Tja. Oh, mein TVP fängt an, auf mich zu schießen. Geil, Alter. Das war wieder klar, dass ich wieder an irgend so einen verhaltensgestörten Typen gerate, Alter. Der lieber auf den eigenen Scout schießt. Ja, hat sein Magazin lieber auf mich leer gemacht, ne? Der hat sein Magazin lieber auf mich leer gemacht, anstatt auf den Gegner. Immer diese Verhaltensgestörten, ne? Ja, ich sehe irgendwie. Ja, jetzt fangen sie an. Oh, da haben wir doch mal hier den komischen EBR aus dem Spiel rausgenommen, ne? Und was kriegen wir als Dank dafür? Ein ganzes Magazin von unserem TVP. Ey, geh mir nicht auf den Senkel mit deinem Gepinge, Junge. Gib doch endlich mal Ruhe, Alter. Boah, wie die einen nerven, ey. Was geht denn ab? Nein. Ich hab kein Rap-Kit. Ich werde da jetzt links nicht pushen. Muss doch warten, bis mein Rap-Kit da wieder da ist. Ich fahre doch jetzt nicht links an die Front. Ohne irgendein Rap-Kit. Der Boslowski weiß, was er macht.
Der Boslowski ist ein super professioneller EBR- und Scoutfahrer. Ganz einfach. Geduld braucht der Mensch. Immer diese Verhaltensgestörten, die dann auf den eigenen Scout schießen. Mann, immer diese Verhaltensgestörten, ne? Die einfach nicht checken, dass der Boslowski ist, Alter. Ich bin offiziell der beste Scoutfahrer aller Zeiten auf der ganzen Welt. So sieht es nämlich aus. Ach cool, ich bounce an dem STRV. Das ist ja was Nices. Ja, da hat doch der Boss hier mal wieder geregelt, ne? So muss das. Mann, immer diese Verhaltensgestörten, Alter, die dann anfangen auf dem Scout zu schießen, auf dem eigenen. Meine Güte, ey, was ist denn los? Lasst euch doch mal einweisen, Alter. Hier, guck dir das doch mal an, Alter. Ich hab direkt die Badget outspottet, die war sofort raus. Ach du Grüne. Guck mal hier, die Gegner hatten alle keine Chance, weil ich einfach der bessere EBR-Fahrer war. Und der hier hat sich reingejodelt, ich nicht. Ganz einfach. Wo ist denn der verhaltensgestörte TVP-Fahrer? Ach. Ja, was haben wir denn sonntags für eine Winrate? Da lässt sich doch sehen, Alter. Was ist denn da los?